Überreste, Splints, Crutches und Slabs. Was? Zweimal Slabs? Gut. Das ganze Zeug zum Einschmelzen habe ich jetzt mal deklariert. Dazu bräuchten wir aber noch mehr Charcoal. Brauche ich nochmal 30 Stück. Das bedeutet, wir sollten hier bald mal ein bisschen umschlichten. Das heißt, ich mache hier die beiden Smeltories hin und mache hier zwei Wood Furnaces hin. Und ich reiß die Killen ab. Obwohl, ich lasse die Killen da, weil ich habe ja hier das Lehm gelagert. Den Lehm. Gell, du bist Clay, oder? Ja, Clay und Clay. Gut. Oh, hier ist der Boden fertig. Also, Workshops. Kitchen ist Z. Kitchen Gabbro Block. Kitchen Gabbro Block. So. Gut, dann werden unsere Küchen wieder gebaut. Unsere Destillen sind immer noch voll. Also ja, zu trinken haben wir definitiv genug. Designation. Geclaimed wird auch alles wieder. Die trinken da fleißig. Jetzt müssen wir nur noch endlich darauf warten, dass das Wasser fließt. Wie weit ist die Brücke hier? Die ist in Konstruktion. Sehr gut. Der Lever müsste gebaut sein. Da sind aber gerne Leute an den Levern rumstehen in der Essenshalle. Na ja, gut. Planter. Hier wird alles erledigt, hoffe ich mal. Hier. Also ja, nächstes Projekt ist hier ein bisschen umbauen. Die Smeltories unter die Schmieden. Und hier drüben zwei Woodfurnisse hin und zwei Killen mal. Ne, obwohl eine Killen reicht. Dann schauen wir, was wir weiter so brauchen. Gut. Bags haben wir ja jede Menge. Oh, wie weit ist der Workshop hier? Ah, der wird noch gebaut. Hier wird nämlich noch ordentlich gearbeitet mit den Quarry Bush Leaves. So, Farmers Workshop wurde gebaut. Process Plants. Obwohl, Cancel. Das machen wir über den Job Manager. Cool. Pick Iron? Nein. Process Plants. 30 Stück. So, jetzt werden aus 30 Pigtail Fiber wird. Aus 30 Pigtails wird Pigtail Fiber Thread gemacht. Und den müssen wir dann nur noch hier unten in der Loom spinnen. Sehr gut. Währenddessen werfe ich mal auf einen Blick auf die Uniformen. Nee, aufs Equipment. Shortswords fehlen, Woodbuckler fehlen, ansonsten haben die alles. Hier fehlt noch jede Menge Lederzeug, okay. Ja, wir sind noch nicht ganz so toll gerüstet. Aber wir könnten mal UMQ Buckler. Wurden Bucklers machen. Nochmal 15 Stück. So. Da sind sie wenigstens mal mit Buck. Sarah, got an idea. Query? Let me see it. No, never mind. I claim this workshop in the name of invention!
Und ja, er hat einen Workshop geclaimed. Sehr schön. Mal gucken, ob er mit seiner Konstruktion beginnt. Also er holt sich schon mal Knochen. Er holt sich einen Steinblock. Was holt er sich als nächstes? Okay, was er auch überholt. Ah ja, Cloth. Oder Wolle. Ich glaube, es war Wolle. Oder sogar Seide. Metall. Leder. Und er beginnt mit einer mysteriösen Konstruktion. Nebenbei, Rockcrafts sollten hier noch hergestellt werden. Wäre gar nicht mal so schlecht. Auch wenn wir scheinbar viele Craftskisten noch haben. Er kann ein Rock, ein Craftsworths Workshop kann mal weiter Rockcrafts herstellen. So, wie sieht's hier mit Knochen aus? Large Wood, Dogs, Skulls, Skulls. Hier sind ein Haufen Skulls. Skulls, okay, dann kriegen die beiden mal den Auftrag. Make Totem. Totems werden nämlich aus Schädeln gemacht. Klingt toll, oder? Und die kommen dann oben in die Quarz, in die Finished Goods Bins. So, was sagen die Aufgaben? Buckler sind in Arbeit, Charcoal und Prozessplans wird auch gemacht. Ja, sehr schön. Gut, gut. Das heißt, bei meinen Seeds müsste jetzt die Anzahl an Pigtail steigen, oder? Seeds. Ja, die steigt. Sehr schön. So können wir mal ein bisschen Pigtail verbrauchen. Und nebenbei sollte ich mal wieder Cloth-Sachen in Auftrag geben. Cloth. Cloth-Shirt. 20. Cloth-Trousers. 20. Und Cloth-Socks. 30, so. Damit meine beiden Klopfmacher auch wieder was zu tun haben. So, der macht sein Artefakt. Hier ist alles okay. Wasser kommt. Wasser kommt und Wasser füllt langsam das Becken hier. Has been completed. Really? That's good news. Let's go see it. Catbone Earring wurde konstruiert. Gucken wir mal uns das Ding an. This is a Catbone Earring. All Quartzdorf's ship is of the highest quality. It's encircled with bands of cave spider. Oh, ich wollte ja, soll's ja auf Deutsch übersetzen. Also ein Katzenknochen-Ohrring. Höchster Qualität. Es ist umrandet mit Bändern aus Höhlenspinnenseide, also das war Seide. Es ist übersät mit Stacheln aus Scapo und Iron, also was ist ein Iron Bar. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von dem Tier, der Animal of Influence, also dem Tier der Beeinflussung. Ist das nicht sogar ein Artefakt, was wir haben? Dem Gabo-Zepter in Katzenknochen.
Und auf dem Gegenstand ist ein Bild von einem Diamanten in Katzenleder. Okay. Ja, genau, hier ist der Edible Influence. Also unser einer Zwerg hat auf sein Artefakt ein Bild von dem anderen Artefakt drauf gemacht. Ist ja auch mal krass. Was machen meine Zwerge? Also meine Militärzwerge. Also die sind immer noch beim Soldier No Activity. Go to Archery Practice. Also habe ich das Gefühl, ich habe hier was falsch gemacht mit den Dingern. Also geht ihr bitte wieder hier trainieren. So. Und ihr geht hier trainieren. Gut. Die Welt hat das goldene Zeitalter erreicht. Oh, und wir haben ein neues Jahr. Es wird gespeichert und Window geschlossen. So. Wie sieht es hier unten langsam aus? Achso, Spiel ist noch pausiert. Hier bildet sich Mist. Ja. Matt. Matt. A Dusting of Matt. Ja, okay. Das dürfte hoffentlich nicht so schlimm sein. Hauptsache, das hier füllt sich langsam. Auf jeden Fall füllt sich das hier unten ziemlich schnell. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ja, normalerweise dürfte so ein Dusting auf Matt nicht schlimm sein. Pile of Matt ist schlimmer. Weil bei einem Pile of Matt ist das Wasser dann kontaminiert, wenn die Zwerge es rausholen. Also das ist nicht so schön. Aber ich glaube, ein Dustling auf Matt ist da nicht so schlimm. Und das Wasser ist dann nachher eh in Bewegung. Also dürften die Zwerge da was rausholen können. So, dort wird einfach ein Brunnen gegraben. Hey, ja, das Wasser füllt sich langsam. Okay, die untere Ebene ist jetzt voll. Jetzt warten wir darauf, dass die obere Ebene so die 6 rum erreicht hat. Dann machen wir das Floodgate auf. Damit das überschüssige Wasser abfließen kann. Gucken wir mal. A Dusting of Mud. A Small Pile of Mud hat sich hier gebildet. Hier hat sich Dusting of Mud gebildet. Okay. Wieder runter bitte. So. Ja gut, Wasser füllt sich immer mehr. Sieht krass aus. Wo, wo, wo? Was ist hier eigentlich? Open Space, Mist, ja, Water. Open Space, weil hier Wasser runter, das Wasser runterfließt. Ja, das sieht gut, ganz gut aus eigentlich. So. Okay, das Wasser kann hier mal reinfließen. Währenddessen informiere ich mich mal, was ich mit den Schießständen falsch gemacht habe. Weil meine Markstwurfs, die rosten langsam ein, was ihre Schießfähigkeiten anbelangt. Deswegen muss ich da mal genauer nachgucken. Wahrscheinlich muss ich die Trainingshallen hier ein bisschen ummodeln. Aber das sehen wir dann ja. Also, dann sage ich mal, bis dann.